Kurz nach Mitternacht sind die zwei Lkw mit den 8 MOX-Brennelementen im Kernkraftwerk Grohnde mit großer Verspätung angekommen. Immer wieder wurden sie auf ihrem Weg, der eigentlich gut 4 Stunden gedauert hätte, durch verschiedene Aktionen von Atomkraftgegnern in Nordenham und in Grohnde aufgehalten. Dennoch zieht die Polizei ein positives Fazit. Aus Sicht der Polizei ein insgesamt friedlicher Einsatz, der natürlich mit einigen Störaktionen abgelaufen ist. Das war aber auch zu erwarten und da war die Polizei dementsprechend auch darauf vorbereitet. Am Sonntagnachmittag war die Atlantic Osprey mit den MOX-Brennelementen aus der Wiederaufbereitungsanlage im englischen Sellafield in Nordenham angekommen. Begleitet von Protesten und von Sitzblockaden der Atomkraftgegner dauerte es gut 2 Stunden, bis sich der Tross in Richtung Grohnde auf den Weg machen konnte. Und auch dort wurde der Transport immer wieder durch die Aktionen der Demonstranten aufgehalten, die dann durch die Beamten wieder aufgelöst werden mussten. Wir wollen runter. Getreten, runtergeschubst und runtergeschlagen und runtergezogen. Ja, ich meine, die Polizei hat ihren Job gemacht, mussten vielleicht mal ein bisschen härter durchgreifen, das ist ja ihr Job. Der Stromanbieter E.ON hat sich bis jetzt noch nicht zum Verlauf der Transporte geäußert, allerdings gegenüber dem NDR schriftlich erklärt, dass von den MOX-Brennelementen keine reale Gefahr ausgehe. Wir setzen MOX-Brennelemente ein, um unseren gesetzlichen und im Übrigen auch vertraglichen und völkerrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen, aus keinem anderen Grund. Dieser Transport war der letzte aus Sellafield. Allerdings lagern in La Hague 60 weitere MOX-Brennelemente von E.ON. Und die müssen in den nächsten Jahren auch noch zurückgeholt werden.